Die Initiative gegen Welpendiscount. Wir stehen hier heute in der Duisburger Innenstadt, um die Bürger und Bürgerinnen zu informieren über den Welpendiscount bei Zoo Zajac und den Welpenhandel, der in ganz Europa und vor allen Dingen in Deutschland im Moment den Markt überschwemmt. Ja, wir freuen uns besonders, dass heute mit der Initiative auch weitere Vereine vertreten sind, die sich uns angeschlossen haben. Und da ist zum Beispiel Rütters Dogs zu nennen. Martin Rütter kennt ja jeder aus den Medien. Ein Mann, der sich als Hundecoach in Deutschland sehr mit dem Thema beschäftigt und auch gegen Zajac und gegen den Welpenhandel ausspricht. Der Deutsche Tierhilfeverband ist dabei, Animal Peace. Das Duisburger Tierheim ist auch vertreten, die sich sehr, sehr gegen Zajac engagieren, weil sie auch die Probleme ausbaden müssen. Wir machen heute auch optisch auf uns aufmerksam und wie man sieht, bin ich heute ein Welpe und verteile Flyer und am Infostand haben wir Bündnispartner wie Hundeschulen, die dafür sorgen, dass die Bürger sich hier auch direkt vor Ort informieren können, was zu beachten ist, wenn man einen Hund aus einem Tierheim holt oder einen jungen Welpen großziehen möchte. Wir sind dieser Initiative gefolgt als Hundeschule, weil wir es auch sehr wichtig finden, dass vor dem Welpenkauf sich informiert wird und wir bieten das kostenlos an in unserer Hundeschule, damit die Hunde eben entsprechend sozialisiert werden und der Züchter investiert ja auch viel Zeit und es sind soziale Lebewesen, die man eben nicht als Massenware irgendwo in einem Einkaufskorb finden sollte. Tiere, Leute!